Hallo, ich bin Juli. Ich bin jetzt die neue Koordinatorin von unserem nagelneuen Projekt MOVE. MOVE steht für mobile Unterstützungsvermittlung. Das ist jetzt das erste Projekt vom Verein Balance. Das Projekt ist gedacht für alle Leute, eben, die hier wohnen, in der Dorfstraße 17, aber auch für Leute, die hier in der Nähe wohnen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die dabei zu unterstützen, sich zu vernetzen, zu vermitteln zwischen Bedürfnissen und Leuten, die gerne etwas geben wollen oder können. Und genau, suchen auch nach professioneller Unterstützung, falls wir genau, keine Synergien innerhalb des Komplexes hier finden. Bei unserem MOVE-Stand kann man eben, wie vorher schon erwähnt, schon seine Ideen und Wünsche formulieren und aufschreiben. Aber man kann sich natürlich auch einfach bei uns über das Projekt informieren, sich Infos mitnehmen oder man kann schon eine Botschaft für eine andere Bewohnerin oder einen Bewohner hinterlassen, indem man einen wunderschönen Stein bemalt mit so Acrylmarker. Den kann man dann hier im Gelände verstecken und jemand anderer findet ihn dann. Dann haben wir leckere Schokolade und Äpfel. Genau, und man kann sich von der guten Stimmung inspirieren lassen. Mein Name ist Schöne Robert und ich bin beim MOVE einfach dabei. Ich bin momentan wieder wie in neuen Reha, in neuen WG. Ich bin umgezogen jetzt vor einem halben Jahr in die Kinder-Deutschstraße. Das MOVE ist das, also alles, was uns gleichzeitig unterstützen. Ja, das ist alles, was ich unterstützen. Ja. Wenn Leute was von mir wollen, dann gehe ich gleich für einen Einkauf bringen oder ich bringe was mit von der IG. Das ist hier eine große Unterstützung, wie die drin dran herrschaften. Weil die Wohnung geht dann in die Jahre. Du kannst einfach raufgehen und bringen, was sie brauchen. Brigitte Baltsch. Ich bin im Vorstand bei Balance. War auch von Anfang mit dabei. Meine Ex-Chefin war das im Ball. MOVE, mobile Unterstützungsvermittlung. Die Idee dahinter ist, Bewohnerinnen in dem Wohnbaukette Dorschgasse miteinander zu vernetzen, sodass Menschen, die die Unterstützung möchten, vernetzt sind mit Menschen, die Unterstützung geben wollen. Der Traum dahinter, so wir die brauchen auch manchmal selber auch die Unterstützung. Genau. Und der Traum dahinter ist so, dass vielleicht nach einer gewissen Zeit man MOVE gar nicht mehr braucht, weil es Unterstützerkreise gibt, die sich schon formiert haben. Und mein ganz persönlicher Traum ist, als nachdem ich sehr lange schon bei Balance mit Menschen mit Behinderungen arbeite, selber in einer Familie bin, wo es Menschen mit Behinderungen gibt, ist, dass der Unterschied nicht ist, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, sondern dass man sie zusammenfindet, weil man vielleicht ein gemeinsames Thema hat. Also mein Name ist Sonja. Ich wohne seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr hier in der Käthe-Dorsch-Gasse. Bei diesem Fest heute haben die einen Stand da und da können die Bewohner oder auch die Besucher von diesem Fest ihre Ideen einbringen. Die haben so Karten dort und da kann man ausfüllen, was hätte ich jetzt noch für eine Idee, dass die Nachbarschaft erleichtern könnte. Danke auch für den Verein Balance und allen Vertretern, die heute mit dabei sind. Und allen anderen vielen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, die es heute zu uns geschafft haben. Vor dem habe ich mich wirklich am allermeisten gefürchtet, weil ja da doch jetzt, also nicht 400 Wohnungen oder so sind und plötzlich alle auf einmal da eingezogen sind. Aber es hat ein Nachbar hat zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe gegründet und das ist wirklich eine Erleichterung, wenn man gerade beim Einzug, ich bräuchte jetzt für 5 Minuten eine Bohrmaschine oder dann eine Nachbarin hat einmal gefragt, sie ist jetzt krank, kann man wer was in der Apotheke holen oder so. Das ist schon gut, was in der Gruppe ist, aber es sind halt nicht alle in der Gruppe, deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass man dieses MOVE noch bekannter macht und ganz lieb finde ich, dass sind ein paar Besucher von diesem Balance-Tageszentrum fragen, wie heißt denn du? Und wenn man das nächste Mal vorbeigeht, sagt ja, du bist die Sonja, gell? Hallo Sonja! Also ich finde es total super, dass dieses Fest heute stattfindet. Und an allem, was man sich da interessieren kann für die Natur, fürs Klima, finde ich es besonders toll, dass ich heute wieder neue Nachbarn kennengelernt habe.